Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des für sich Bauer Biomedizin dabei heute. Im heutigen Video darf ich Ihnen einen kleinen Rundgang durch unser Institut vorstellen. Hier befinden wir uns jetzt gerade im Wissenschaftlerbüro, das hauptsächlich zur Auswertung der im Labor gewonnenen Daten und zur Literaturrecherche dient. Als nächstes werden wir das Keramiklabor besichtigen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Video. Hier befinden wir uns jetzt im Keramiklabor, in dem neben der Entwicklung von neuen Keramiken und Materialien auch zum Beispiel die Materialprüfung stattfindet. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit zum Rapid Prototyping, das heißt, wir haben hier verschiedene 3D-Drucker, Pulverbettdrucker, mit denen zum Beispiel solche Operationsmodelle, zum Beispiel für schwierige medizinische Fälle von Ärzten, angefertigt werden können. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist unser anderer Pulverbettdrucker, mit dem medizinische Implantate aus Knochenersatzmaterial gedruckt werden. Als nächstes besichtigen wir die Histologie. Hier befinden wir uns jetzt im Histologielabor unseres Instituts. Die Proben, die aus dem Zelllabor kommen, werden hier weiter bearbeitet. Es geht vom Einbetten und Ausbetten der Proben übers Schneiden und Färben bis hin zum fertigen Mikroskopieren. Als nächstes besichtigen wir das Zelllabor. Hier befinden wir uns jetzt in unserem Zellkulturlabor, in dem eine Vielzahl von verschiedenen menschlichen und auch tierischen Zellkulturen etabliert sind. Hier haben wir unseren Fischzellbrutschrank, in dem zum Beispiel Nerven oder auch Herzzellen von verschiedenen Fischarten bei niedrigen Temperaturen inkubiert werden. Hier haben wir unseren Normoxy- und Hypoxy-Brutschrank, in dem die normalen Zellkulturflaschen bebrütet werden. Was bei diesem Brutschrank das Besondere ist, dass man die Sauerstoffkonzentration bis auf 1% Sauerstoff herunterregeln kann. Hier sehen Sie noch unseren Autoklaven und unser PCR-Equipment wie Elektrophoreseautomat und PCR-Thermosäugler. Hier sind wir jetzt auch im Herzstück des Zelllabors, und zwar bei unseren beiden Sterilbenches. Einmal die linke Sterilbench, die ausschließlich fürs Arbeiten mit DNA und RNA und PCR verwendet wird, und die rechte Bench, die wiederum ausschließlich für Zellkulturen und verwandte Sachen verwendet wird. Hier hinten haben wir noch unseren Bioreaktor-Brutschrank, der ausschließlich für die Bioreaktoren, die im Friedrichsbauer Biomedizin entwickelt wurden, verwendet wird. An dieser Station hier können mit unserem Zellzähler die Zellzahl und mit unserem Mikroskop die Zellmorphologie bestimmt werden. Als nächstes besichtigen wir den Mikroskopierraum. Hier befinden wir uns jetzt in unserem Mikroskopierraum am Raster-Elektronenmikroskop, das zum Beispiel für die genaue morphologische Bestimmung der verschiedenen Zellarten oder auch für die Bestimmung der Biokompatibilität auf verschiedenen Materialien verwendet wird. Des Weiteren haben wir hier ein Fluoreszenz-, Auf- und Durchlichtmikroskop, mit dem die in der Histologie angefertigten Präparate begutachtet werden. Als nächstes besichtigen wir die Ofenhalle. Hier befinden wir uns in unserer Ofenhalle, in der die im Keramiklabor neu entwickelten Keramiken in verschiedenen Öfen bei verschiedenen Temperaturen gesintert werden. Als nächstes besichtigen wir noch die Bibliothek. Hier befinden wir uns jetzt in unserer Bibliothek, die unseren Wissenschaftlern als Rückzugsort für die Literaturrecherche geboten wird. Des Weiteren finden hier mehrmals im Jahr Konferenzen statt. Und das war's auch schon, die Führung durch unser Institut. Ich hoffe, die kleine Führung hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.